Das Erste, was Sie gefragt hatten, Solidarität mit bedrängten Christen, dazu brauchen wir nicht aufgefordert werden. Das ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Und wir tun das in vielen Erklärungen, in vielen Gebeten. Wir haben mal, weil immer mal wieder solche Briefe kommen, wie Sie sie jetzt auch aufnehmen, mal eine Zusammenstellung gemacht, vielleicht ist sie Ihnen sogar schon zugegangen, indem wir mal, ich reibe mir auch da immer die Augen, lieber Herr Mattis, wenn ich das lese von Leuten, die sagen, die EKD sagt nicht zu bedrängten Christen, wo wir die ganze Zeit immer zu was sagen. Vielleicht. Ja, das kommt gleich, aber hängt ja ein bisschen damit zusammen, weil es ja der gleiche Grundton ist. Die EKD steht den bedrängten Christen nicht bei. Wir tun das am laufenden Band und es ist doch eine Selbstverständlichkeit, wenn solche Fälle auftreten, dass, und da braucht man gar nicht christliche Schwester, christlicher Bruder sein, wenn Menschen in Flüchtlingslagern angegriffen werden wegen ihrer Religion, da ist es eine absolute Selbstverständlichkeit, dass man sowas abstellen muss und dass man die Leute zur Rechenschaft ziehen muss, die sowas tun, so wie das in der Gesellschaft selbstverständlich der Fall ist. Das ist ein Fall von Kriminalität, sowas. Insofern ist es eine absolute Selbstverständlichkeit und ich habe ja bewusst auch in meinem Bericht diesen menschlichen Grundton sehr deutlich gemacht. Der bezieht sich natürlich auch darauf, die Glaubens- und Gewissensfreiheit, die muss natürlich in Flüchtlingslagern genauso gelten wie in jedem anderen Bereich unserer Gesellschaft. Ich kriege allerdings auch, aber ich höre da immer sehr genau zu, was von allen Seiten zu diesem Thema gesagt wird. Ich habe allerdings auch Berichte gehört, wo bestimmte Fälle, die da passiert sind, zurückverfolgt worden sind und dann hat man gemerkt, dass da sehr starke sozusagen Verstärkung durch Gerüchtebildung auch noch im Spiel war. Das gibt sicher solche Fälle, die muss man dann mit polizeilichen Mitteln auch tatsächlich angehen. Aber man muss jetzt auch aufpassen und ich sage das bewusst in der Offenheit, weil ich wirklich wissen möchte und mir meine Meinung bilden möchte, man muss jetzt auch aufpassen, dass man nicht bestimmte Fälle, die passieren, jetzt so multipliziert in der Darstellung, dass die Leute das Gefühl bekommen, jetzt werden überall die Menschen mit Gewalt sozusagen in den Flüchtlingslagern angegangen. Man muss also sehr genau die Sachlage prüfen, so gehe ich mit solchen Berichten um. Und da habe ich schon beides erlebt, dass sowas sich bestätigt hat. Ich habe auch erlebt, da brauchen Sie nur mal auf die entsprechenden Faktenchecks im Internet auch gehen, wo es zurückverfolgt wird und dann hat man gesehen, dass bestimmte Gerüchte ganz gezielt auch ins Internet reingestreut wurden, sich verbreitet haben und die Menschen im Brustton der Überzeugung das erzählt haben und man erschrocken ist, weil man sich sagt, das darf ja wohl nicht wahr sein und dann hat sich's als gezielte Gerüchtestreuung erwiesen. Also ich prüfe solche Dinge sehr genau. Die Solidarität ist eine absolute Selbstverständlichkeit. Ich möchte wirklich nicht unerwähnt lassen, dass für die Sicherheit der Flüchtlinge in den Lagern selbstverständlich die Einrichtung, die Institution zuständig ist und für die Sicherheit der Flüchtlinge sorgen muss, die eine solche Unterkunft betreibt. Und unsere Solidarität zeigen wir natürlich auch dadurch, dass wir dahin gehen und dass wir uns mit Menschen unterhalten. Und dass wir auch zeigen, dass wir hinter ihnen stehen, dass wir versuchen, ihre Lebensbedingungen so zu beeinflussen, dass sie tatsächlich eine Chance haben, sich hier sicher zu fühlen und sich dann auch in unsere Gesellschaft zu integrieren. Und das Zweite, was mir in dem Zusammenhang wichtig ist, ich glaube, wir müssen einfach sehen, dass auch mit der Verbreitung solcher Gerüchten ja denjenigen, die potenziell vielleicht bedroht sein könnten, nicht geholfen ist. Sondern im Gegenteil, eine Diskussion über hätte, könnte, sollte, möchte, wird im Endeffekt immer die Möglichkeiten eines friedlichen Zusammenlebens erschweren und damit die Integration erschweren. Was in den Flüchtlingseinrichtungen von Anfang an ja notwendig und wichtig ist und auch gemacht wird, ist, Menschen, die zu uns kommen, Schutz suchen und dann auch Schutz finden, mit dem Leben in unserer Gesellschaft vertraut zu machen, die sehr häufig nach völlig anderen Regeln funktioniert, als die Flüchtlinge das aus ihrem Heimatland gewohnt sind. Und damit meine ich jetzt nicht nur den Antisemitismus, den alltäglichen Antisemitismus, den Josef Schuster eben auch angesprochen hat und den wir natürlich in ganz vielen
Stellungnahmen, die uns so gesagt werden in den Flüchtlingslagern, erleben und denen wir entgegentreten müssen, sondern das erleben wir auch im Umgang mit den Frauen. Und das ist völlig unabhängig von der Religionszugehörigkeit. Aber die Frage der Gleichberechtigung von Frauen ist etwas, was für uns glücklicherweise schon sehr viel selbstverständlicher geworden ist. Aber dass Frauen genau den gleichen Respekt verdienen wie Männer, das ist, glaube ich, etwas, was, wo wir noch viel, viel arbeiten müssen, um dieses Grundprinzip unserer Rechtsordnung auch tatsächlich zu vermitteln, sodass es gelebt werden kann. Frauen zu ertüchtigen, dass sie dieses Recht auch einfordern. Aber dazu gehört natürlich auch, und damit bin ich dann mit einer letzten Bemerkung bei den Unterkünften, es müssen in den Unterkünften natürlich auch die Bedingungen so geschaffen sein, dass diese Möglichkeit des Respekts für Frauen auch gelebt werden kann. Und ich finde, dass unsere ehrenamtlichen Helfer, und da schließe ich ausdrücklich auch diejenigen, die sich jetzt nicht explizit zu irgendeiner christlichen Gemeinschaft bekennen, die ehrenamtlichen Helfer in den Flüchtlingsunterkünften leisten gerade in dieser Grundintegration eine hervorragende Arbeit. Und ich muss das wirklich mal sagen, auch da wird eben christlicher Glaube und die Werteordnung, unsere Werteordnung, die ja sehr weitgehend auf christlichen Werten basiert, die wird an den Stellen praktisch und deutlich, und das ist richtig und gut so.